So, ihr Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Folge Farming Simulator 22. Jawohl. So, Wassertank ist voll. Dann wird man sagen, würde ich mal sagen, wir tanken mal auf. Oder auch nicht. Warum lenke ich zu? So. Ein bisschen runterscrollen hier. Warte mal, ich muss mal erstmal wieder die Maus in der Hand nehmen. Ja. So. Haben wir eigentlich schon. Moment. Mache das jetzt hier? Habe ich das schon angeklickt? Nein. Wir brauchen auf jeden Fall Erdbeeren. Erdbeeren? Ja. Aktivieren. Okay. Dann die zweite machen wir auch Erdbeeren. Aktivieren. Und dann machen wir einmal Tomaten. Aktivieren. Und einmal Salat aktivieren. Dass wir noch was zum Verkaufen haben. Ne? Den hätten wir noch was zum Verkaufen. Bist du jetzt fertig hier? Ja. Okay. Das läuft von alleine oder was? Okay. Dachte, ich hätte jetzt drücken müssen. Nö, läuft von alleine. Meiner Freund. So, da tanken wir den gleich wieder auf. Und dann müssen wir uns mal für um Saatgut kümmern. Zwecks. Ja. Weil unsere Saatgutmaschine, die ist alle. Müssen wir uns mal drum kümmern. Nee, nicht so weit. Nee, das haut irgendwie immer noch nicht so hin. Muss ich da jetzt so ein bisschen hier so. Ist da der Nuckelschlauch? Ist da der Nuckelschlauch? Da ist der Nuckelschlauch! Da ist der Nuckelschlauch, also eierfrei. So, dann würde ich mal sagen, wir springen in den Trecker da. Machen wir mal hier so. Wo bin ich hier? In den hier, ne? Wenn ich mich nicht irre. Ja. So, den stellen wir mal, den Hänger mal. Den stellen wir mal kurz hier unter. Und dann fahren wir runter in den Shop. Da holen wir uns einen Hänger ohne Planken. Nackschenhänger. So, jetzt muss ich bloß mal gucken, wo es zum Shop geht. Ach Gott, ich bin jetzt schon eine Weile auf der Karte. Ne? Wo bin ich denn hier? Der Shop, ja gut. Das ist Gott, der ist ja weit weg, ne? Der ist ja so weit weg. So, da muss ich mir noch einen Gabelstapler mieten. Oh Gott. Brauche ich noch einen Gabelstapler? Wir werden gleich sehen, für was. Kriege ich die Sickbags weg? Naja. Krieg ich den mit dem Gabelstapler weg? Wir holen uns erstmal einen Gabelstapler. Welche Taste? Gabelstapler. Ja. Und dann nehmen wir natürlich den hier. Ich will bloß mal gucken, ob ich die angehoben kriege. Wenn ja. Weil das war ja ihr Saatgut, ne? Ja. Okay, gut. Wir mal gucken, ob ich die Anion kriege und dann noch so einen Hänger. Aber erstmal sollen wir sehen, ob wir die Anion kriegen.
Wie ist der angehoben? Naja. Wenn ich auch nicht reinpieksen, ne? Nee. Schade. Weil ich will mit der Saatgutmaschine nicht hierher fahren. Aber die kriegen wir nicht angehoben. Oder einen Zipfel reinstecken. in die Lasche da rein. Oh Gott, ich hab die falsche Taste gedrückt. Oh Gott. Wenn man die in die Lasche. Ja, Wasser ist auch fertig. Kann man es in die Lasche? Mal gucken. Das habe ich auch noch nicht ausprobiert. Sonst würde ich mir Paletten holen. Aber vielleicht können wir es in die Lasche. Ja, das geht. Oh, das sieht ja geil aus. Das zieht sich sogar lang. Aber kriegt man nicht auf den Hänger. Das sage ich euch jetzt schon. Das kriegt man nicht auf den Hänger. Tja, dann müssen wir uns mal einen Hänger holen. Und ausprobieren, ob wir das da drauf kriegen. Anhänger. Ja, welchen. Kann man hier die Planken abbauen? Das weiß ich jetzt nicht. Warte mal, Konfiguration. Jo, komm mal. Kann man. Mieten, kaufen. Wir verkaufen ganz immer noch, Heiko. Ist nicht mehr so viel wert, aber. So, wo steht er denn? Hier. Mal gucken, ob wir drauf kriegen. Das drauf? Oh, das sieht gut aus. Ey, das sieht gut aus. Ist ja geil. Das gefällt mir schon wieder. Es geht. Cool. Kriegt man die doppelt gebobbelt? Ah, sieht schlecht aus, ja. Sieht schlecht aus. Ja, gut. Gut. Sieht schlecht aus. Dann müssen wir es halt einzeln machen. Oh Gott. Nein, 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 nein. Noch ein Stück runter. Ja, noch ein Stück. Jetzt haben wir. Finde ich aber geil, dass das funktioniert. Weil da braucht man nicht anderes zu holen, ne? Das ist. Weil da brauche ich jetzt keine Paletten. Paletten zu kaufen, da kann ich die ja benutzen. Wenn ich es ordentlich drauf kriege. Ja, so. Ja, jetzt mal ein Stück zurück. Ja. Weil die kann man dann auch gleich am Feld stehen lassen. Ich denke, alle werden nicht reinpassen, eh nicht. Nee, hab ich nicht getroffen. Warte. Jetzt getroffen. Nee. So, besser so, ne? Ja, jetzt hab ich getroffen. Ich finde das aber cool. Oh, ja. Aber wenn du einen richtigen Gang drin hast, ist es cooler.
Kann man noch ein Stückchen schieben? Ja, so. Die anderen ein bisschen schieben. Die anderen noch ein bisschen. Ein kleines bisschen. Dann muss ich mal so trainieren. Ja. So, die anderen zwei kriegen wir auch noch. Schön wär's. Na, eins kriegen wir noch hinten drauf. Da müssen wir den wahrscheinlich dann wegzerren. Obwohl, nö, oder? Ja, ich weiß nicht, ob ich dazwischen komme. Ich nehme mal den hier weg. Ja, ich weiß, normalerweise müsste man das alles nicht machen, aber ich mache das lieber so gern. Macht mir sowas viel mehr Spaß, so rumzudüfteln. Als, ja. Das macht mir mehr Spaß, so rumzudüfteln, das macht mir mehr Spaß. Ach, jetzt haben wir den auf der falschen Schlaufe, da kriegt man den da gar nicht hin. Weil da schieben wir den anderen weg. Okay. Okay. Machen wir den mal runter. Es war zu weit. So, müssen wir den hinkriegen. Einmal frei. Naja, gut. Jetzt werden die Profis wieder sagen, Heiko, das ist aber nicht original, weil das ist eine einseitige Beladung. Stimmt, ihr habt recht. Daran habe ich jetzt nicht gedacht, weil ja, wir müssen den erstmal wegziehen. Wir hätten den vorher wegziehen müssen, dann hätten wir ordentlich beladen können. Ja, jetzt, ich habe ihn wirklich einseitig beladen. Gebe ich zu, stimmt, gebe ich euch voll recht. Aber das war unser erster Versuch, Sixpacks zu transportieren. Wirklich, ihr könnt alle Videos von Farming Simulator durchgucken. Das ist der erste Versuch, mit dem Gabelstapler Sixpacks aufzuladen. Also zumindest mein erster Versuch. Sämaschine ist auch wieder voll. Da wollte ich eigentlich so einen Hänger hier nehmen, ne? Ich fahre über die Anhängerkupplung. Oh Gott, fast drüber gefahren. So, jetzt muss ich mal gucken, nicht, dass ich den anderen runterschiebe. Habe ich jetzt komplett hochgefahren? Ja. Also definitiv, das funktioniert. So. Okay. Cool. Okay, hat funktioniert. Eierfrei. Warte mal. Nee, ich will genau das. War ja nicht noch eins. Ja, würde ich schon sagen. Ja. Ja. Eierfrei. Festgeschnallt. Sieht komisch aus, ist aber hält fest. So. Nun weiß ich nicht, nehmen wir den jetzt gleich, den erstmal mit zur Saatmaschine oder nehmen wir hier so einen, den großen Anhänger mit und laden die, ja, ich würde sagen, wir nehmen erstmal den Hänger mit. Den großen.
Dafür haben wir ja einen perfekten Trecker. Nein, haben wir nicht. Haben wir nicht. Da brauchen wir nicht tausendmal in der Getreidemühle fahren mit denen hier. So, bringen wir den erstmal hin. Zum Mähdrescher. Ja, wir brauchen definitiv einen anderen Trecker. So, jetzt will ich bloß mal gucken, wo war denn das Feld da oben? Wo bin ich denn? Ich bin hier. Also kann ich gleich links abbiegen. Ja, okay. Ja, der kämpft ein bisschen. Aber dafür, also wenn wir den dann vom Feld runterholen, da holen wir uns einen anderen Trecker. Wir haben ja noch verschiedene Trecker. So, sind wir da? Weil ich denke mal, wenn der voll ist, wenn er kämpft jetzt schon ein bisschen, man hat es ja gehört, wenn der nachher voll ist, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ausprobieren können wir es, bevor wir uns einen anderen Trecker holen. Mal gucken. Müssen wir da mal schauen. So, den parken wir mal. Oh. Da geht jetzt schon ein Drehzahlbegrenzer. Oh Gott. Das ist nicht mal voll. Nee, brauchen wir einen anderen Trecker. Das ist einer der verkleinen Maschinen. So, da ist er nämlich flotter. Naja, was ist flotter? Der ist vorhin genauso schnell gefahren, aber der Anzug fehlt, ne? Der Anzug fehlt. Topgeschwindigkeit hat immer noch, aber der Anzug fehlt. So, da holen wir jetzt mal Dünger. Quatsch, Dünger. Saatgut. Dann können wir die Saatgutmaschine mal auftanken. Wieso ist denn die Zeit schon wieder so schnell rum? Wir haben doch gar nicht so viel rumgemehrt. Wir haben doch einfach gemacht. Das Stoppschild steht auf der anderen Seite. Also nicht schimpfen. So, vor allen Dingen, wo ist denn unsere Saatgutmaschine? Das ist ja die nächste Frage. Ich glaube, die ist gleich hier, ne? Das müsste die hier sein, ne? Was? Ach, hör auf. Ich will dahin. Müsste die hier sein. Ja, 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 okay. Dann also können wir hier gleich rechts abbiegen, ne? Also hier müsste es euch wieder sein. Bei dem Feld hier. Beim nächsten Feld. Ich glaube beim nächsten Feld.
Muss ich das dann abschnallen? Werden wir gleich sehen. Das werden wir gleich sehen. Haben wir eigentlich die Mujiku schon komplett fertig gekriegt? Das müssen wir auch mal gucken. So, warte mal. Mal zusammenklappen. Ich hänge am Reifen. Nee, ich will nicht C drücken, ich will X. Weil im Moment habe ich noch mal Weizen gemacht. Ich weiß es nicht. So, N ist offen. Können wir mal ranfahren? Nee, falscher. Den hier. Mal gucken, ob wir es abschalten müssen oder nicht. Ich fahre jetzt bloß mal hier ran. So, Pause. So. Ja, es geht. Brauchen wir nicht abschneiden. Cool. Aber so geht's auch, ne? Da brauchst du kein Silo, sparst du eigentlich Geld. Also mit das Silo kostet, wenn du dir das Silo kaufen tust, so ein bezahlst du ja mehr Kohle. Und wenn du hier das so einen Hänger voll machst, ist doch einfacher, ist doch praktischer. Finde ich. Also spart man Kohle auf jeden Fall. Also so ein Getreidesilo oder Samensilo, sage ich mal, da bezahlst du mehr Kohle, wenn dir so ein automatisches Silo hinbestellst. So. Läuft alles wieder gut, ihr Lieben. Ja, ich sage mal so: Viel haben wir heute nicht geschafft, aber wir waren erfolgreich. Wir haben Saatmaschine aufgefüllt, wir haben die ersten Gewächshäuser voll gemacht, eins voll gemacht, das andere befüllt ist noch nicht voll. Wir haben die großen Hänger zur Mähdresche gefahren. Ja, gut. Haben wir was geschafft heute. Gut, ihr Lieben, somit bedanke ich mich für euer Zusehen, für eure Kommentare, für eure Likes. Mega Daumen an euch. Viel Spaß bei LS22 und auf meinem Kanal. Tschüss. Tschüss.